Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Folge am Sonntag. Ja, wir haben bei den Pflanzen jetzt 650 Kilogramm Biomasse, also Pflanzen, Insekten und Tiere. Und das sieht doch ganz nett aus. Wir haben 600, rund 2 Milliarden Terraforming-Index. Der Sauerstoff schießt immer noch davon und auch die Biomasse macht ihr's. So, dann sind wir bei... Ach, guck mal einer an. Die Amphibien haben wir mittlerweile. Ja, und Säugetiere. Jetzt sind wir bei rund 22%. Strom haben wir noch 2200, das ist nicht mehr viel. Und ja, es ist ein bisschen was dazugekommen. Man sieht zum Beispiel hier, die Fischeier sind dazugekommen und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wir werden heute wieder ein paar Kleinigkeiten machen, dass wir vorankommen. Und ich habe mal schon zwei neue Inkubatoren gesetzt, weil ich gerne mal mit euch etwas hier machen möchte. Ja, so sieht's aus. Ich habe auch ein paar... ungewöhnliche gefunden. Das heißt, wir können auch wieder ein paar Bienen setzen, etc., etc. und so weiter und so fort. So, ich mache es mal hier. Zwei davon. Und was fehlt hier? Die blaue fehlt. Das habe ich mir fast gedacht. Das ist kein Problem. Ja. Da werden wir mal hier so ein paar Kleinigkeiten herstellen. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, für was ich das brauchte. Weiß ich nicht mehr. Kleiner Schatz am Sonntag, natürlich weiß ich das. Was war's gleich? Ich weiß es nicht. So, okay. Wir werden mal als erstes jetzt den Froscheier hier umwandeln. Genau, das wollte ich machen. Das und das. Und das müsste es rein theoretisch sein. Es läuft, wie es aussieht. Dann werden wir dasselbe hier machen. Ja, dann haben wir ein paar bessere. Müssen wir nicht die 100er nehmen, ne? Haben wir 150, ist auch was wert. Gut, dann können wir als nächstes, damit das dann auch seinen Gang geht, hier mal die setzen, ob wir die hier hinbekommen. Irgendwie ein bisschen schön, vielleicht auch hier hin. Ja, schauen wir mal. Sieht das gut aus? Naja, nicht ganz so prickelnd hier, ne? Da wünschte ich mir, dass ich das Terrain ein klein wenig anpassen würde. Dann bauen wir es mir so in die Wurzel ein. Das sieht sehr bescheiden aus. Wartet mal. Dann müssen wir uns mal was anderes suchen. So, das geht dann so nicht. Okay, dann machen wir es so. Da tun wir hier die zwei Frosch-Eier dann da rein. Dann haben wir das schon mal. So, jetzt brauche ich natürlich noch hier diese Bienengeschichte. Und da muss ich mal gucken. Da bräuchten wir jetzt... eigentlich brauche ich das nochmal. Da brauche ich zwei. Für was brauchte ich denn das eigentlich? Für das hier, ne? Ja, das ist die Produktion, aber das ist mir im Moment noch ein bisschen heftig. Ich würde mal gucken, dass ich lieber in die Richtung hier komme. Das heißt, ich brauche drei ungewöhnliche, drei Bakterien und drei Dünger. Da müssen wir mal schauen, ob wir das noch haben. Ich habe nämlich zwei Raketen hochgeschickt und zwar für Pflanzen oder Biomasse. Und ja, müssen wir mal gucken, was brauchte ich jetzt? Oh. Eieiei. Die letzten zwei, ich habe noch welche drüben. Was brauchte ich noch? Biomasse oder? Kurzzeitgedächtnis, hallo! So, ich tue das mal rein hier. Das sollten wir haben. So, das, das und das, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Dann drücke ich mal hier drauf. So, dann haben wir schon mal das. Habe ich dasselbe nochmal? Das, das und das, das habe ich nochmal. Ja, okay, gut. Dann habe ich hier ein bisschen was von dem Zeug übrig, was ich gerade nicht brauche. Das kann rüber, jawohl. Okay. Alles andere müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. In der Zwischenzeit, wo das hier ein bisschen fummelt, würde ich mal auch ein bisschen was hier in der Richtung tun. Und... ja, wir müssen mal gucken, denn so richtig gefällt mir das nicht. Ich wollte es eigentlich nicht in den See hinausbauen, aber es ist immer die beste Sache. Das hatte ich ja damals schon festgestellt, wenn du in den See ein bisschen reinbaust, hast du mehr umliegendes, dann nennen wir es mal Gewebe, was du nutzen kannst. Ne? Ist einfach besser. Und deswegen müssen wir dann nochmal schauen, dass wir das jetzt ein klein wenig verändern, nur ein bisschen. Und das Ganze machen wir mit Plattformen. So, mal ein bisschen so rein, jawohl. Ja. Das ist eigentlich schon ganz cool. So, jetzt wird man den Fabrikator bauen. Der ist hier. Ja. Und der macht jetzt auch hier diese
Bio-Sachen. Und wir können noch einen setzen für den Fall, dass wir hier, wie heißt es? Bakterien, Entschuldigung, Bakterien, ne? Bakterien. So, haben wir. Dann machen wir hier mal eine Nachfrage. Hat den Grund, warum wir hier eine Nachfrage machen, wenn der nämlich hier produziert und die Rakete ist nicht da, weil momentan stecke ich das erstmal in die Rakete. Haben wir hier einen kleinen Überschuss und hätten noch eine kleine Notreserve. Genau. Gut, dann würde ich... das mal so machen. Jawohl. Und dann ziehen wir das mal alles hier rüber, dass das ein bisschen schöner sieht. Wo ist es? Hier. Ja. Ist das jetzt runtergefallen hier? Na eben. Das ist ja ein Ding. So. Ja, das funktioniert ja super, ne? Auf die Art. So. Den Algomat. Nicht Alko, sondern Algo. Der kommt mal hier hin. Mal sehen, wie der dann produziert. Das werden wir sehen. Und hier habe ich auch noch ein bisschen was von dem Zeug. Da muss ich, glaube ich, erstmal wegschaffen gehen. Hm. Jupp. Warte mal, habe ich hier noch was drin? Ne, von denen habe ich nichts mehr. Aber wir können mal schauen. Oh, die ist fertig. Das ist aber schön. So, ich muss mal gucken. Jo, das ist das. Nee, das nicht. Das. Und das sollte es sein, ne? Ich könnte es jetzt auch... oh, ich könnte es abbrechen. Jo, dann haben wir das nämlich auch. Sehr gut. Und jetzt habe ich natürlich keine Dünger Stufe 1 mehr. Da muss ich wieder ein paar holen. Das ist immer ein bisschen hin und her dann, ja. Aber ich hatte das hier auch für die Raketen gebraucht. Dann ist es halt so. Na, ich hole mal 4 Stück. So. Gut. Warte mal, wo wollte ich jetzt hin? Hier hin. Das können wir rausnehmen. Das können wir reintun. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt 1. Mache ich jetzt zu viel? Nee. Gut. Dann können wir hier noch eine Biene machen, eventuell. Jupp. Machen wir noch ein Bienchen. Das, eigentlich ist das dasselbe, ne? Ja, ja, das war ja so, dass manches doppelt gemoppelt ist. Ach nee, das war das. Warte mal, habe ich jetzt das Richtige? Ja. Okay, das ist die Biene und hier haben wir... das ist auch eine Biene. Ah, das ist auch eine Biene. Brauche ich so viele Bienen? Ja, anscheinend schon. Aber ich bräuchte auch das hier, ne? Ist auch fertig. Jetzt habe ich natürlich keine Larve mehr davon. Aber das ist nicht so schlimm. Wir kriegen wieder eine neue. So, warte mal. Wir können mal was trinken. Habe ich hier was? Nee, aber hier vorne hat man was. Und dann kann man auch nochmal was essen. So, wunderbar. Okay, gut. Haben wir. Dann habe ich jetzt die 2 Froscheier. Die werden wir mal hier drüben einpflanzen. Wie gesagt, sind bloß 150er, aber da kommt ein bisschen Leben in die Bude. Sehr gut für die Tierproduktion. Und da haben wir Energie, Pflanzen, 75 Tiere, 1240 Gramm. Oh, was seid ihr denn für welche? Hallo? Aber hallo? Okay, gut. Dann haben wir auch ein paar Frösche, das ist doch fein. Ja, irgendwann werden auch noch mal ein paar Schmetterlinge da draußen hinkommen. Die Ulani-Fischeier haben wir. Ja, das geht jetzt Schlag auf Schlag mit der Biomasse, ne? Das ist wie mit dem Sauerstoff. Da ging das dann auch Schlag auf Schlag. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wir haben das jetzt gemacht hier. Jetzt würde ich natürlich das gerne so haben wollen, dass wir das noch mit rüber ziehen. So. So, das können wir natürlich auch so machen, ja. Korrekt. So, dann haben wir das. Okay. Ich gehe mal davon aus, du
produzierst das hier. Du machst ein Angebot für das. Ja. Und das passt auch. Und ich habe nämlich hier mal eingestellt, dass die hier das mal... Da ist die Rakete wenigstens ein bisschen unterwegs und bringt uns ein wenig, sag ich mal. Es sind nicht viel, 150 Mäuse. Aber besser als nichts erstmal, ne? Gut, dann haben wir das. Jetzt würde ich nochmal schauen, was brauchen wir noch dafür? 3. Da schauen wir mal, ob wir das noch hinbekommen. Das sollte eigentlich machbar sein. Wir haben davon ja eigentlich genug. So, und 3 davon. Und dann sollte es passen, ne? Da können wir... Ne, das war ein Wasserspender. Ich wollte das hier. Das wollte ich. Zwei Alu, ein Wasser. Jetzt geht's aber los hier. Ja, so soll das sein, ne? So, da haben wir hier eins. Dann würde ich sagen, machen wir hier das zweite hin. Jo. Und dann ist das alles hier in Reichweite. Seht ihr, da holt es schon wieder was hier. Sehr schick. Gut, ich gucke mal, ob ich hier noch so ein paar Larven bekomme. Oh, das war sie schon. Ungewöhnlich. Sehr gut. Aber wir sammeln trotzdem mal noch was ein. Komischerweise, wenn ich hier bin, geht es relativ schnell, dass ich welche bekomme. Und auch die, die ich suche. Ich habe vor uns hier... Oh, ich weiß gar nicht. War 3 Minuten hier, dann war ich kurz weg. Dann war ich wieder eine Minute hier. Dann lagen hier 7 von den Larven rum. Und unter anderem 4 von denen, die ich gebraucht habe. Ungewöhnlich. Das ist aber ungewöhnlich. Eine schwimmende Larve. Nein, alles gut. Denen ist es völlig wurscht. Das wird halt hier generiert, egal ob das Wasseroberfläche ist oder sonst was. Die tun das eben einfach hier. Machen, wie sie denken. Ja. Ich kann nochmal hier eine Sekunde verweilen. Da drüben ist auch noch eine. Die seltene hat man eigentlich auch für irgendwas gebraucht. Ich habe das schon wieder selten. Tja, haben wir 2, da können wir noch eine Larve machen. Tja. Ja, ich hoffe, dass bald die Bienen kommen. Also hier der Bienenstock 2. Ja, ich denke, das war's erstmal, ne? Gehen wir mal hoch. So, schauen wir mal hier rein. Wunderbar. Dann mache ich mal, die Biene ist mit dem Mutagen. Das habe ich nicht mehr bei mir. Dann Mutagen, ja. Das blaue, ne? Genau. Dann holen wir das noch einmal. Und dann haben wir nämlich das auch schon so gut wie fertig. So, das können wir darüber. Juhu! Okay. Ja, prinzipiell ist es relativ einfach, hier eine vernünftige Produktion aufzubauen. Ne, warte mal, das war falsch. Ich brauche das. Jupp. Und das ist jetzt noch eine Larve. Brauche ich noch eine Biene? Warte mal, wir müssen mal sammeln gehen. Ich glaube, hier noch war eine, ne? Siehst du, dann habe ich das nämlich auch. Dann kann ich nämlich das jetzt hier bauen. Ja. Das pinnen wir auch gleich mal an. Brauche ich Wasser. Die 2 Dünger. Ist ja ein Ding. So. Wasser, 2 Dünger. Und ich brauche eine Frucht. Und was nehmen wir für eine Frucht? Normalerweise müsste man jetzt erst einmal wir müssen mal gucken, was wir, wo wir die haben. Da ist er auch nicht. Da ist er auch nicht. Haben wir keine mehr davon? Das ist ja ein Ding. Keine von den Früchten mehr. Müssen wir wahrscheinlich eine rausnehmen, denn wir hatten ja nicht genug. Das hat ja nicht gereicht, ne? So, ich muss mal prüfen. Nö, nö. Ja, das... Weißt du was? Wir haben das in den anderen Nachfrage. Ich frage jetzt mal nach, ob der hier noch das hat.
Ja, und nochmal zu dem Thema. Rucksack habe ich letzte Folge ganz am Schluss gemacht. Den 6er Rucksack. Ja, ist auch hier zu sehen, ne? 6er Rucksack. In der letzten Minute, sage ich mal. Fiel es mir noch ein, haben wir gemacht. Hab da nicht bis zu Ende geschaut. Ist aber kein Problem. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen oder jetzt wisst ihr es ja. Haben wir in der letzten Minute gemacht, ist auch zu sehen. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Und, was wollte ich noch sagen? Ja, weiß ich nicht mehr. Oh, egal. War es nicht so wilde. So, das haben wir. Den können wir bauen und ich muss jetzt nochmal gucken. Ich wollte das hier wegnehmen, genau. Da der ja das sicher nicht anliefert, ne? Nehmen wir mal eine raus. Wir ernten. So. Ja, und dann ist das nämlich eine feine Sache, ne? Jetzt ist die Frage, wo tut man die ganzen Sachen platzieren? Und es ist natürlich auch schön, wenn das dann... Achso, das brauchte ich, siehst du? Ja, übrigens, den Baumsamenstreuer hier drüben, den wir hier unter dem Felsen gesetzt hatten, den habe ich nochmal weiter hochgesetzt. Der steht jetzt hier ganz hier hinten irgendwo. Ihr seht es auch, die Bäume waren zu sehr reingerückt. Ja, der steht jetzt hier. Die waren zu sehr reingerückt und haben wir das Bild hier unten ein bisschen versaut. Weil das ist ja nicht unbedingt die besten Bäume, sage ich mal. Und dann war es auch zu dicht und ich konnte hier kaum noch hin und her fliegen. Und von daher war das jetzt nicht so schön. Habe ich also geändert. Ja, und naja, so ist es halt. Ich nehme die mal mit rüber, das ist ja hier nichts. So, hier müssen wir dann auch nochmal für Ordnung sorgen, beziehungsweise neue Schränke. Da würde ich aber dann gerne auf die guten gehen, ja. Und das heißt, ich bräuchte als erstes eigentlich eine Produktion für... warte mal, wo hole ich das hin? Hier hin. Eine Produktion eigentlich für Elektronik, ne? Ui, ist nicht dein Ernst. Was zieht denn das an Strom? Ei? 95? Haben wir so viel gesetzt? Ja, kann sein, ne? Gut, ich tue es trotzdem mal rein. Nützt ja nichts, denn die brauche ich. Und hier machen wir auch einen Abholbefehl für... brauche ich einen Abholbefehl? Wenn wir das gleich hier veredeln zu Bioplastik. Hier vor Ort. Ja, ich finde es eigentlich besser, wenn sie es abholen, ne? Angebot. Hier. Genau. Gut. Aha. Ja, sehr gut. Gib mir mal noch ein paar andere hier. Ja, die zum Beispiel. Sehr gut. Mal unter Wasser geschaut. Ist ja ein Ding. Okay. Nun ja. Haben wir das auch. Okay, gut. Dann ist es das Erste, aber wir müssen natürlich schauen, denn ich brauche natürlich trotzdem weiterhin mehr. Ich brauche von allen brauche ich mehr. Ich brauche richtig viel mehr und ich müsste normalerweise, müsste ich eigentlich mit dem Lager jetzt mal beginnen anzufangen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, weil das einfach besser ist. So, warte mal. Machen wir den hier hin? Hat es nicht gereicht? Oh ja. Gut, dann haben wir erstmal ein bisschen Strom wieder da. Wir können mal gucken, was wir haben. Och. Mal 4 oder was? Ne, oder 5? Was haben wir? 500 haben wir drin oder sind es 1500? 15-fache? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube 4-fache, ne? Mhm. Ja, schön. Gut. Haben wir. Okay. Dann muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir könnten nochmal... Bienen könnten wir noch machen. Da brauche ich aber nochmal ein paar blaue. Ich mache nochmal 2 Bienen hier. Dann haben wir das auch. So, dann brauche ich 2 blaue. Haben wir. Ja, das mit den Inkubatoren war einfach notwendig, weil sonst dauert das einfach zu lange. Ne? Wie gesagt, es wird hier vorne noch verändert werden, dass das dann passt. Das. Das müssen wir mal rausnehmen. Das. So, das sollte passen. So, dann haben wir hier nichts drin. Das und das. Sehr gut. Und ich schaue hier nochmal. Das ist auch gut. Okay. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich werfe das mal hier irgendwie rein.
wo das ist. Okay. Dann kommt das hier mit hin. Ja, mit dem Thema nochmal Drohnen, warum die das nicht abgeholt haben. Gab es den Hinweis, vielleicht sind die außer Reichweite oder so? Nein, sind sie nicht. Die können auf der ganzen Karte hin und her schweben. Warum sie es nicht geholt haben, kann ich euch nicht sagen. Sie hatten ja offensichtlich doch nichts zu tun. Aber man weiß es manchmal nicht genau, was die Ursache ist. Vielleicht hatten sie einfach auch keinen Bock. Vielleicht sind sie zu menschlich. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Wo war denn das Drohnen-Hub? Haben wir das schon gebaut? Wartet mal. Wo wir die Drohnen sehen? Das müsste doch hier Bildschirm der sein, ne? Nee. Ach hier, das war direkt am Drohnen. Am Drohnen-Dings, genau. Und da haben wir ja hier die Übersicht, wie viel geparkt sind. Ja. Dann hier, was wir für eine Drohne drin haben. Na, und dann hast du hier so ein paar Parameter. Und hier steht nichts von, dass die Drohne irgendwo außer Reichweite kommt. Ne? Wir haben 54, 2 und 2 sind gerade aktiv, also 4. Das heißt, wir haben 50 in Bereitschaft. Aber wir haben eben trotzdem mehr Angebote eigentlich. Normalerweise müssten mehr unterwegs sein. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vorräte beliefert? Oder, ach nee, das sind die letzten Angebote. Und das sind wahrscheinlich die, die Nachfragen hier. Aber ja, rein theoretisch müsste es, glaube ich, mehr sein, was die hier machen, aber es kann auch sein, dass es im Moment jetzt ein bisschen voll ist alles, ne? Also ich denke mal, die Schränke sind voll. Ich habe das vor uns reingeschaut. Also ich weiß nicht, woran es lag. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht haben sie einfach mal keine Lust. Ne? Dann ist das so. Gut. Kann ja auch mal vorkommen. So. Wie gesagt, ich möchte auch hier nicht 20 Froschfarmen und 20 Schmetterlinge haben. Wir werden ein bisschen was setzen, dass wir das haben. Vielleicht noch mal ein bisschen was umsetzen. Ich werde hier drüben dann diesen anderen Trakt bauen und hier, das werde ich noch mal umbauen. Wir werden das Lager hier eins nach vorne schieben und dann kommt das Labor vorne mit dran, sodass es hier parallel verläuft. Ich glaube, das ist besser mit dem Baum. Ja, macht das Ganze vielleicht ein bisschen schicker. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Ne? Kann mal gucken, ob hier was sich tut, wenn wir das machen. Mhm. Portal können wir übrigens auch bauen, wenn wir das wollen. Ja, dann könnten wir mal einen Ausflug machen oder wir machen in der nächsten Folge mal eine Bunkeraktion, können wir auch machen. Ja, also die letzten Vorkommen, die noch da sind, wir hätten da ja, glaube ich, noch was. Na, und ein Schiff hätten wir vielleicht noch. Weißt du was, wir gucken einfach mal drauf. So machen wir das jetzt. So, also hier waren wir überall, das passt. Hier waren wir auch, das passt auch hier. Das Schiff hatten wir, das hatten wir, hier waren wir gewesen. Ansonsten hier unten, ja, da ist nichts weiter groß. Außerdem, das Geheimnis haben wir gelüftet. Hier ist noch die Bunkeranlage. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Die könnten wir noch machen. Und hier diesen Bereich, ne? Das könnten wir mal in einem Wusch machen. Vielleicht morgen, dass das Erkunden zumindest erstmal erledigt ist für den Moment. Beziehungsweise wir etwas anderes tun. Okay. Gut. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Muss ich mal ganz kurz schauen. Das haben wir schon gesetzt, die 9. Das Portal braucht 3800. Das ist aber auch machbar. Und ich brauche 2 von diesen Fuses. Eieieiei. Was ist denn das? Wärme? Nee, das ist was anderes. Was sind denn das für welche? Energie. Oh, da müsste ich die rausnehmen. Da haben wir keinen Strom mehr. Eieiei. Egal. Ich habe gerade eine Idee. Genau das wollte ich nämlich machen. So, warte mal. Das kommt hier rein. Das kommt auch hier rein, das kommt auch hier rein. Alles wieder bunt durcheinander, ne? Ich kann das dann wieder mir suchen. So wie es immer ist. Ist aber kein Problem. Ich würde mit euch jetzt erstmal... Naja, so viel brauche ich vielleicht nicht. Ich nehme noch ein bisschen Titan mit. Ja. Und dann brauche ich auf alle Fälle das hier. Ja, schön bei Regen ist auch ganz nett, ne? Ist schon irgendwie toll gemacht, so wie es ist. Komme ich eigentlich hier hoch? Ja. Das ist ja nicht schlecht. So, haben wir das? Ups. Dann nehmen wir das hier. Jetzt habe ich das gemacht. Na gut.
Dann nehmen wir das. Warte mal. Ja, das müsste das Richtige sein. Genau. Dass wir hier auch ein bisschen weiterkommen. Ja, es regnet natürlich jetzt, aber okay, das müssen wir jetzt durch. Das wird schon. So, ich hole noch ein bisschen von dem. Und ich brauche noch ein bisschen Eisen. Eisen will er mal ein bisschen mehr haben, ne? Macht aber nichts. Da werden nämlich auch mal die Schränke leer. Und die Drohnen sind mit Sicherheit hier unterwegs. Schaut mal, wo die hier wieder lang tüfteln. Ja, könnte hier in dem Bereich liegen irgendwas. Und weiß ich gar nicht, was wir hier haben. Vielleicht das hier. Was auch immer. Sie werden es uns bringen. Ja, 50 Stück ist doch eine tolle Nummer. Kannst du nicht meckern. Da geht auf alle Fälle was. Na? So, dann machen wir das mal hier ran. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, aber okay. Das kann nicht immer hell sein, ne? So. Sehr gut. Okay, ich denke. Ich überlege gerade, ist das so die richtige Sache? Eigentlich schon. Es muss ja nicht immer so monströs sein, wie wir sonst bauen. Genau. Vom Weg abgekommen. Vom Weg der Uri. Was? Ach ja. Achso, hatte ich hier noch was drin irgendwo? Kann man das nämlich erstmal rausnehmen? Genau. Ja. Naja, so viel brauche ich dann doch nicht, ne? Haben wir denn hier? Ja, haben wir. Und dann nehme ich vorher noch ein bisschen Titan mit und schon läuft das, ne? Müsste dann passen. Genau. Seht ihr, und so werden die Schränke auch leer. Ist doch eine feine Sache. Auch hier mit meinem Aufstieg. Gut, dann haben wir das, das und das. Jetzt würde ich mal gucken, können wir Türen setzen? Da fehlt mir Silizium. Gut, dann ist das so. Ja, das hätte man jetzt hier noch ein bisschen... Aber ich finde, dass wir es so ein bisschen oval gemacht haben, auch gerade nicht so dumm, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja. Hallo? Will ich? Na nü. Okay, haben wir. Sehr gut. Ja, hier oben geht das jetzt nicht, ne? Das ist dann halt so. Gut. Okay, dann haben wir das erstmal. Würde ich mal gucken, dass ich hier ein bisschen Silizium bekomme. Vielleicht haben wir hier noch was drin. Nee. Aber das nehme ich mal mit. Nee, haben wir so gesehen nicht. Was bräuchte ich denn jetzt dafür? Ich brauche eigentlich nur das und das, ne? Ja. Ja gut, dann ist das so. Da war auch nichts. Okay. Ja, wir müssen ja nochmal in die ganzen Fracks rein, ne? Da müssen wir ja auch nochmal die Brennstoffzellen dann legen, setzen, einfügen, was auch immer. Okay, das haben wir. Ich brauche aber trotzdem noch Silizium 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, müssen wir anders machen. 4. Und dann brauche ich rein theoretisch noch was dafür. Okay, also ich brauche auf alle Fälle Eisen, ne? Die müssen wiederkommen. Die Drohnen, ja. Und wir können mal gucken, ob wir noch welche bauen können. Ja, es reicht eben doch nicht, ne? Es ist nie genug. Ja, wir hatten ja letztens 200 und das von der Stufe 2. Die könnte ich mir ja schon bestellen, wenn ich das wollte. Ja. Okay, das sieht gut aus. Und ich glaube, die Rakete
wird irgendwann auch davonfliegen. So, wunderbar. Gut, dann einmal hier rüber. Ja, und wenn das dann alles läuft, dann schnappen wir uns mal... Warte mal. Jetzt habe ich das Titan nicht mit. Oh, das kannst du nicht glauben. Warte mal, du willst noch was essen? Kannst du? So, haben wir das auch. Die Musik ist schon genial. Also das ist wirklich... Das ist wie bei einem schlechten Film. Ist die Musik gut, macht ja so viel gut damit. Der Film, das ist einfach so. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben das hier. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre das die goldene Mitte. Wir kommen von da angeflattert. Ich würde mal sagen... Dann wäre das eigentlich der Ausgang, ne? So, da haben wir das erstmal. Sehr gut. Okay, und jetzt heißt es eigentlich... Muss ich mal ganz kurz schauen. Das haben wir auch noch. Da können wir nochmal runtergehen. Jawohl. So, die Tür kann ich hier wegmachen. So, dann machen wir das noch ein bisschen schick. Ihr wisst ja, wie ich das zur Hand habe. Und dann haben wir den Raum hier erstmal so, wie es sein könnte. So. Habe ich jetzt noch eine Tür hier? Sehr gut. Dann haben wir nämlich vier Türen und wir können hier von jeder Position rein, wie wir das wollen. So. Bum, bum, bum. Und das ist es. Korrekt. Gut. Dann haben wir das. Ich würde das mal ganz kurz ausladen, was wir jetzt hier übrig haben. Okay, haben wir. Und, ne, warte mal, wir fangen mal auf dem Dach an. Denn ich will oben ein bisschen Ordnung haben, denn die Optimiere hier, die sollen wirklich nur die anfeuern und optimieren. Und wenn wir mal was übrig haben, dann können wir das gerne mit denen machen. Ja, aber bis dahin... Hätte ich das gerne anders. So, das läuft. Genau. Ja, und ich sehe gerade, da drüben ist auch noch was. Was siehst du, haben wir das hier vergessen? Ach, das war der nächste Stock. Ich bin auch gut. Hm. Naja, gut. Den haben wir jetzt vergessen. So, die sollten jetzt hier... nicht hier reinpassen, gut, dann ist das auch nicht so schlimm. Dann machen wir das so, wie es eigentlich geplant war. Stimmt ja, das waren die anderen hier, die reinpassen. Ja, da können wir ja nochmal gucken, wie wir das dann machen. Ja, denn die würde ich nämlich auch gerne hier alle weg haben wollen. Dann sieht es einfach. Ja. Besser aus. So. Na, dann ist hier unten nämlich ein bisschen Ordnung. Die Solaranlagen werden auch verschwinden. Und dann passt das. Ja, dann haben wir das ein bisschen geordnet hier. Es ist vielleicht nicht ganz symmetrisch und nicht ganz gut ausgerichtet, aber der grobe Zweck kommt auf alle Fälle rüber.
So, ich muss noch mal ganz kurz hier hin. Und zwar brauche ich... Dann brauche ich was noch? Die Tür nehme ich von unten und ich brauche das noch. Mhm. Was brauche ich noch? Das habe ich auch unten irgendwie. Haben die denn mir schon ein bisschen Eisen gebracht hier wieder? Na und wie? Nicht schlecht, nicht schlecht, ne? So. So, dann kommen wir nämlich hier besser rein, ne? Es ist einfach besser in jeder Hinsicht. So. Dann können wir die restlichen hier noch abhauen. Ja, dann können wir mal gucken, was wir da drin dann noch reinmehren. Was wir da noch machen. So, hier haben wir noch eins. Sehr schön, dann haben wir das. So, hier oben würde ich dann, wenn das dann irgendwie passt, habe ich hier noch, nee, das habe ich nicht mehr, da brauche ich noch 4 Stück, ne? Ist aber kein Problem. Warte mal. Nee, das wollte ich nicht, ich wollte da. Genau, da. Da sind wir unten. Passen auch nicht hier rein. Echt? Okay. Gut, dann wird es was für Wärme. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Ja, der ragt ein bisschen rein hier. Aber gut, das ist jetzt, das sind Kleinigkeiten, ne? Okay. Gut, dann lassen wir die erstmal, wo sie sind. Dann haben wir das da drüben erstmal erledigt. Ja. Und dann können wir die Innenbereich noch ein bisschen mit Wärmezeug machen, ja. Na. So, haben wir. Okay. Ja, wie gesagt, das hätte man noch ein bisschen ausmalen können, aber Tiefrum ist auch nicht schlecht, ne? Hätte jetzt hier noch Blöcke setzen können und dann hätte man hier die Biegung gemacht und dann wären wir noch ein bisschen höher gekommen, vielleicht um eine Stufe. Aber ist okay, ne? Das ist wirklich okay, weil es ist ja sowieso bloß Show. Und dass wir die irgendwo hingestellt haben, ne? Darum geht es ja eigentlich. So, gut, Licht aus einmal. Mal was trinken, was essen. Haben wir. Okay, wie sieht es jetzt mit den Ressourcen aus? Die werfe ich mal hier rein. So, das haben wir auch. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Sauerstoffmultiplikatoren und das wäre eigentlich was für Bäume. Normalerweise müssten wir mal irgendwie die Bäume zusammen
quetschen irgendwo. An einen Ort Wärme haben wir hier auch noch. Ja, und hier haben wir Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Ja, da haben wir nicht wirklich so was Richtiges, ne? Und hier wäre was für die Produktion, aber das ist auch nicht so toll, ne? Muss man auch mal sagen. Gut, ich denke mal, nächstes Mal werden wir entweder die letzte Bunkeranlagen und die letzten Höhlen machen, hier hinten in dem Bereich. Einmal hier, die letzten Bunker und hier, den Bereich. Und in der übernächsten Folge werden wir dann den Ausbau hier und die totale Automatisierung hier erschaffen. Mal gucken, wie es läuft. Ne? Vor allen Dingen, da wir ja auch wieder Ressourcen brauchen. Sprich, ich müsste wahrscheinlich von den Sachen auch nochmal was setzen. Ne? Das muss man einfach so sagen. Das mache ich vielleicht mal offscreen. Schauen wir mal. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.